Hey Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, dir geht's gut. Heute ist ein bisschen laut in Köln. Ich weiß nicht, was hier schon wieder los ist, aber ja, ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut hören. Ich dachte, wir reden mal so ein bisschen wieder über das Sommerhaus und die Statements rund um Folge 3, oder? Sind wir bei Folge 3? Ja, ne? Oh Gott, ich komme durcheinander. Und bevor wir loslegen, genau, heute habe ich wieder so ein bisschen von den Leuten, die natürlich auch Statements rausgegeben haben, ne, zu den verschiedenen Situationen in der Folge, dass wir uns da nochmal ausführlich drüber reden. Es kann sein, dass da noch, ich glaube, Statements nochmal von einer Gloria kommen, aber genau, wir reden jetzt erstmal über das, was wir haben. Und ich habe versucht, das diesmal in einem Video zu bündeln, dass wir darüber quatschen können. Vergiss nicht, mich zu supporten nach wie vor und sehr gerne zu abonnieren und hier zu bleiben bei uns. Das ist ja eine schöne Sache. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt und ja, viel Spaß beim Video. Naja, als man mit einem Schneidemesser in meinem Gesicht rumgefuchtelt hat, hat ja auch keiner eingegriffen, ne? Also, nee, ich denke mal, RTL weiß schon, was sie tun und wenn sie akute Gefahr sehen, dann werden sie einschreiten, das würden sie niemals zulassen, dass da irgendwas passiert, das ist auch klar. Und naja, ihr merkt schon, diese Staffel Sommerhaus ist nix für schwache Nerven. Also wir sind direkt reingejumpt, ne? Ohne Einführung, ohne Vorworte. Emma beantwortet hier eine Frage, in der sie eben gefragt wird, ob sie der Meinung ist, dass RTL in diese Messer-Situation von Tessa und, wie heißt sie, ich wollte schon Julietta sagen, ach, Herren, Alessia Herren hätte eingreifen müssen. Und sie sagt, nee, sie findet es nicht, weil bei ihrer Situation wurde ja auch nicht eingegriffen. Und überhaupt ist sie der Meinung, RTL würde im Ernstfall schon eingreifen. Ach so, spannend. Denn in ihrem Fall, als es um diese Messerattacke von Sam ging, war das Geheule ganz schön groß. Und ich glaube, sie und ihr Partner hatten durchaus die Intention, dass Sam zumindest Konsequenzen dafür bekommt. Und ich finde es spannend, dass sie jetzt in der Messersituation von Tessa der Meinung ist, nö, das ist okay, da muss nicht eingegriffen werden, das ist, nö. Wisst ihr, was ich meine? Cute, ne? Aber wenn ich eins noch mal kurz sagen darf, wisst ihr, was ich echt so ein Philippans Zirkusquatsch finde? An alle, die Fleisch essen. Ich sag ja immer, jeder, wie er sich wohlfühlt, jeder soll es machen, wie er möchte. Ist mir scheißegal, weil das Einzige, was ich kontrollieren kann, bin sowieso nur ich selber. Ne? Aber dieses Affentheater, oh mein Gott, endlich Fleisch, oh mein Gott, endlich Fleisch. Entspannt euch mal. Alter, wie gestört ist das, dass man nicht mal ein paar Tage ohne Fleisch auskommt und so tut, als ob man hier gleich vom Fleisch fällt, ne? Hat die mal einen Brüller losgelassen. Oh, ist sie witzig, unsere Emma, oder? Ja, diese Fleisch-Situation haben jetzt viele als übertrieben dargestellt. Ich muss sagen, ich glaube, dass das ganze vegane Thema so aufgebauscht ist, finde ich übertrieben. Ich finde jetzt aber nichts Schlimmes daran, wenn man einfach sagt, boah, ich habe Bock auf Fleisch und da kommt Fleisch. Oh mein Gott, ich freue mich. Ich denke mal wirklich, ich verstehe diese ganzen kritischen Stimmen hier, da, vegan, Fleisch, tralala. Aber am Ende des Tages ist es same, same. Lass die Leute das essen, worauf die Bock haben. Ganz einfach. Und wenn die Leute sagen, boah, Fleisch, ich freue mich, period. Aus. Das ist dann im Endeffekt Leute, die jetzt sagen, wie kann man so geil auf Fleisch sein, sagen ja am Umkehrschluss, man soll nicht so geil auf Fleisch sein. Aber das heißt dann ja wiederum irgendwo, dass dann durchaus eine kritische Betrachtung des Fleischkonsums da ist und die auch gerechtfertigt ist aufgrund der ganzen Gegebenheiten, Lagerhaltung, tralala. Aber genauso kann man die Leute auch einfach Fleisch essen lassen und in Ruhe lassen, like it's exhausting. Aber ja, in der Show selbst, in dem Kontext vom Sommerhaus und diese ganze vegane Thematik, die irgendwie die Storyline schlechthin ist, ist es natürlich ein bisschen übertrieben, gerade weil auch eine Alessia sagt, ja, Fleisch mit Blut oder so. Ja, es ist provokant und es ist unnötig und ja, ja, ja. Aber jetzt nur, weil ich jetzt sage, boah, ich freue mich jetzt auf mein Steak, will ich jetzt auch nicht, dass man mich komisch anguckt, weil ich freue mich literally auf mein Steak. Lass mich in Ruhe. Ah, das fand ich wirklich extrem und sehr peinlich und auch super unangenehm, wo ich da drin war.
dachte ich mir nur so, Alter, wie führt ihr euch auf wie wild gewordene Tiere? Oh mein Gott, ja, oh, schön mit Blut, oh, endlich Fleisch. Chill, okay, cool, wenn es dir schmeckt, aber entspannt euch ein bisschen. Genau, ich glaube, da gibt es auch nochmal Redebedarf bzw. einmal Aufklärungsbedarf. Es war nämlich so, was ihr nicht gesehen habt oder was ihr nicht wisst, ist ja klar, weil es auch nicht so richtig gezeigt wurde bisher, ist, dass wir zu Raoul und Vanessa ein gutes Verhältnis eigentlich hatten, beziehungsweise wir hatten nie ein Problem miteinander und eigentlich haben wir uns anfänglich auch wirklich sehr, sehr gut verstanden. Und es war dann so, dass Raoul und Vanessa zu uns gesagt haben, das habt ihr nicht gesehen, dass die uns niemals wählen würden, beziehungsweise wenn sie uns wählen würden, würden sie immer vorher das Gespräch zu uns suchen. Und das haben sie nicht getan und haben uns dann ja auch nominiert, wie ihr gesehen habt. Und es hat uns sehr schockiert, weil sie uns eben davor am ersten, zweiten Tag was anderes gesagt hatten. Und zudem war es auch für uns voll krass, gestern ja zum ersten Mal das auch zu sehen, was dort besprochen worden ist, zu sehen, dass Raoul derjenige war, der gesagt hat, ey komm, wir wählen jetzt alle Emma und Umut. Das war schon krass. Frage an euch. Würdet ihr sagen, dass Raoul in der Show so ein bisschen der Antreiber ist, also so der Boss der Runde? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, von dem, was wir auch gesehen, ist die Energie schon so, dass man merkt, dass er der, wie nennen das die Leute immer, der Stratege ist. Obwohl das Stratege klingt zu positiv. Auf jeden Fall der, der die Leute so ein bisschen steuert. Ich meine, Sam und Rafi sind auch mit im Boot oder auch eine Vanessa oder auch eine Alessia. Also durchaus einfach die ganz klassische, langweilige Dynamik, dass sich Leute zusammentun, um ein, zwei Paare rauszuekeln. Ja, also nichts Neues, was wir noch nicht gesehen haben in einer Show. Und diesmal ist halt Raoul so ein bisschen der Kopf der Bande, habe ich das Gefühl. Und ich sag's mal so, wenn er es nicht wäre, dann wäre es ein Sam. Und wenn er es nicht wäre, dann wäre es jemand anderes. Also es ist immer irgendwer. So, dass er jetzt hier wohl zu Emma und Umut wohl ein gutes Verhältnis hatte, finde ich spannend, weil Emma und Umut ja mit dem Rest der Leute sich nicht verstehen. Und dann finde ich es sehr interessant, dass dann Raoul und Vanessa sich mit denen verstehen. Ich finde das sehr, sehr interessant, weil gerade im Hinblick darauf, dass man dann eine Allianz angeht und loyal ist, und Raoul hat auch irgendwann mal, als Tessa gewonnen hat, hat er dann zu irgendwem gesagt, ja, warum freut sich Umut oder sowas? Also er versucht da schon ganz klar zu zeigen, dass er die Leute mag, die Leute nicht mag. Und ich finde es sehr spannend, dass wenn jetzt zum Beispiel Sam und Rafi ein Thema haben mit Umut und Emma, er sich dann aber hintenrum ganz gut mit denen versteht oder vorne rum, ich weiß es nicht. Und ich denke mir so, okay, like, ich habe irgendwo schon gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn Vanessa und Raoul gewinnen, weil genau das ist die Strategie, um am Ende bis zum Ziel durchzukommen, um sich keine Feinde zu machen. Also den Leuten vorgaukeln, du wärst in einer Allianz mit denen, den anderen dem Feind sagen, dass du kein Problem mit denen hast, aber eigentlich mit der Allianz mitfährst. Und dann hat Raoul ja trotzdem Emma und Umut gewählt, um, ja, damit irgendwer rausgekickt wird sozusagen. Und ich denke mir so, du kannst denen nicht trauen. Du kannst denen nicht trauen. Dankeschön dafür. Und ja, also das fanden wir auch sehr, sehr schade, weil wir hatten ja ein sehr gutes Verhältnis auch anfänglich. Und keine Ahnung, was passiert ist. Aber dann, ja, durch Missverständnisse denke ich auch dadurch, dass Sam und Raffi uns angelogen hatten mit ihrer Stimme beim Stimmungsbarometer. Das war ja auch deren Absicht, dass wir verwirrt sind. Hat Umut leider viel nachgefragt und das hat natürlich auch Misstrauen bei den beiden erweckt. Und ich meinte auch schon zu Umut, hör auf, die zu fragen und so, wenn die sagen, die waren das nicht, dann waren die das nicht. Aber in dem Moment, ja, war Umut einfach sehr verwirrt und irgendwie natürlich fühlt es sich auch komisch an, wenn man weiß, dass einer einem irgendwie dreist ins Gesicht halt komplett gelogen hat. Und deswegen, ja, kam das irgendwie alles. Also das war der Beginn auch von dem Knacks in der Beziehung so zwischen uns, Alessia und Jan. Und ja, fanden wir auch sehr schade. Also ganz kurz, ich möchte eigentlich niemals so Äußerlichkeiten von Menschen kommentieren, aber deine Wimpern, liebe Emma, triggern mich ungemein. Like, ich glaube, du gibst auch richtig viel Geld aus für diese Kooperation. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Schlaf stattfindet, da kann sie natürlich auch nichts dafür. Aber ja, nee, das ist etwas, was mir einfach aufgefallen ist, dass irgendwie ihre Wimpern hier anfangen und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Problem bei ihr. Wahrscheinlich dreht sie sich im Schlaf zu oft im Schlaf, weil ich glaube, sie hat die Wimpern erst vor wenigen Tagen gemacht. Naja, whatever, das ist jetzt nicht Hauptthema, aber
Also es ist mir aufgefallen. By the way, ich habe mir auch Wimpern machen lassen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht, aber super, super wenig nur und wollte das mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr die findet. So, und zu dem, was sie gesagt hat, dass Alessia und Can die Seiten gewechselt haben. Ich glaube, es liegt nicht an Umut, es liegt nicht an den Fragen von Umut, weil ich denke, hätte Alessia und Can zu euch stehen wollen, hätten die es gemacht, auch mit den Fragen von Umut. Und das schiebt jetzt nicht die Schuld auf Umut, der hat nichts gemacht. Also, wenn ich jetzt, ich will gar nicht erst anfangen, über ihre Art in der Show zu reden, wie sie gegenüber ihrem Freund ist. Weil das würde eigentlich dazu führen, dass ich fast Mitleid mit ihm habe. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so weit. Ich habe gar keinen Bock drauf, Mitleid für ihn zu haben. Aber ich finde, sie ist halt schrecklich zu ihm. Also wirklich unerträglich. So wie sie agiert, ich bin ein bisschen ehrlich zu euch, habe ich das Gefühl, so war ich mit 18 mit meinem ersten Freund, als ich doch die Pille genommen habe. Ich war unerträglich. Und einfach so diese total irrationale Reaktionen auf nichts. Und dieses irrationale wütend werden oder emotionale, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie sie damit umgeht. Und er hält es durch und ich denke mir so, krass. Also ist das Liebe oder ist es einfach nur so ein toxisches Miteinander, dass man da so abhängig ist voneinander, weil das ist ja Wahnsinn, wie deren Beziehung ist. So, und zu Alessia und Jan, ich denke mir ganz ehrlich, das hatte ich schon mal in einer Reaction gesagt, dass sie gemerkt hatten, dass sie unbeliebt seid und sie sich strategisch mit der stärkeren Allianz verbinden wollten. Ganz einfach. Es ist ja auch so ein bisschen, wie heißt es, wir Menschen wollen ja, sind ja, wir wollen einen Einklang finden bei anderen Mitmenschen. Wir wollen eine Gruppe haben, eine Zusammengehörigkeit haben, immer schon. Und deswegen verbindet man sich dann eher mit einer Gruppe, als alleine zu sein. Wir sind Überlebens. Wesen, ne, wir haben diesen Überlebensinstinkt und deswegen gibt es ja diese ganzen Gruppendynamiken in Shows und diese Mobberdynamiken. Ne? Also man möchte natürlich sich mit einer Gruppierung stärken und ich glaube, dass Alessia und Chan irgendwann gecheckt haben, dass die auf die Falschen gesetzt haben und dass sie zum Außenseiter werden könnten und dann da auch einen Grund gefunden haben, einfach nur um die loszuwerden. Ich sag's, wie es ist. So, ich weiß nicht, wie ihr das seht, weil man muss schon sagen, der Switch von Alessia von Folge zu Folge ist schon krass, dass sie am Anfang nicht super zurückhaltend ist, wo sie sich noch nicht stark genug fühlt. Und als sie dann die Allianz mit der Gruppe hat, mit den anderen, schaut mal, wie sich ihr Verhalten ändert, wie sie auf einmal switcht, wie sehr sie provoziert, wie sehr sie auf Konfrontation geht im Vergleich zu vorher. Vorher ist sie gar nicht Existenz eigentlich, nur lustig. Und danach ist sie mit der anderen Gruppe besser. Und dann gibt es einen Switch. Dann greift die wirklich jeden an. Also der sich ihr in den Weg stellt. Und sie übertreibt maßlos. Und das ist halt wirklich die Personifikation von, ich fühle mich in einer Gruppe stark. Weil vorher war es nicht der Fall. So, das ist meine Meinung. Leute, da war so einiges, wo man sich dachte, wie könnt ihr jetzt gerade noch irgendwie, also wie kann man da nicht sagen, ey Leute, das, was hier gerade passiert, ist nicht rechtens. Und das meine ich jetzt nicht nur auf Alessia bezogen, das meine ich jetzt wirklich nicht nur auf Alessia bezogen, das war allgemein richtig krass. Auch so zum Beispiel mit Stefan unter anderem auch, wo da auf Tessa so rumgehackt worden ist. Alle haben auf Tessa rumgehackt. Und wenn wir uns dann mit Tessa auch unterhalten haben und so, und alle haben direkt schon so geguckt, weißt du. Und so krass, wenn Umut dann mal dazwischen gegangen ist, weil er gesagt hat, Alter, das geht nicht so, die Arme so, die hat auch mehrmals geweint, das hat man noch nicht gesehen und wir haben sie auch versucht, immer so zu unterstützen und aufzubauen und so. Und alle haben drauf rumgehackt und fanden das richtig cool. Das war halt einfach Mobbing, wisst ihr. Und ist so heftig, dass keiner da so auf seinen eigenen Wert gehört hat, sondern alle mit der Gruppe mitgeschwommen sind. Das war ganz, ganz schlimm, auch das sich anzugucken. Ja, da muss ich ihr tatsächlich zustimmen. Also ich finde es schade, dass es ist wirklich langweilig, immer das Gleiche ist. Eine Gruppe gegen eine andere. Und wir haben es mit vermeintlich erwachsenen Menschen zu tun. Und dann schauen wir uns diesen Dachschaden im Fernsehen an und denken uns, wow, also so ist es also, wenn man erwachsen ist. Also am schockierendsten war ich,
bei der Nominierung, als die Gloria da so rumgeschrien hat. Wie ein tollwütiges Kind, wirklich. Wo ich mir halt dachte, was nimmst du dir eigentlich raus, eine andere Person so anzuschreien? Als wäre das irgendwie, ich wollte schon sagen, dein Kind. Aber selbst dein Kind schreist du nicht so an. Was denkst du, wer du bist, dass du einen anderen Menschen so anschreist und zu der Person sagst, sie soll das Maul halten sozusagen. Also wirklich ohne, boah, krass einfach. Ich weiß nicht, wie ihr das Verhalten so bewertet habt. Und ich denke mir, so ein Michael musste ich auch denken, wow, was habe ich hier für eine zarte Blüte an meiner Seite? Eine super classy Frau. Und was wollte ich noch sagen? Genau, zu der Messersituation von Alessia. Ja, finde ich total asozial. Finde ich gefährlich. Ich finde, ich hat wenig mit Unterhaltung zu tun, sondern einfach nur mit asozialem Verhalten. Anders kann ich es nicht sagen. Wir kommen noch ein bisschen zu ihr oder zum anderen, die was dazu sagen. Aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich glaube, sie hat sich in den ersten Folgen zurückgehalten, weil sie noch nicht so ganz wusste, wo sie hingehört. Und als sie dann so die Allianz mit der anderen Gruppe geschlossen hat, es übertreibt sie halt komplett ihre Rolle. Und solche Charaktere kenne ich. Das sind halt Charaktere, die sich halt in der Gruppe noch stärker fühlen als vorher. Und es ist nur unangenehm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich kann es auch gar nicht schön reden. Unfassbar, wie ein Mann, der um einiges älter ist, eine Vorbildfunktion sein sollte. Und doch wissen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Auch unterschiedlich in einer Beziehung. Und wenn wir 100-mal Schatz am Tag sagen oder 100-mal mein Engel oder sonstiges, dann kann es so einem Menschen wie Stefan scheißegal sein. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Der eine sagt Engel, Pupsi, Schatzibär, Schatzbaby oder sonstiges. So, ich habe diesen kleinen Ausschnitt mit reingenommen, weil ich so ein bisschen auf die Thematik zwischen Umut und Stefan sprechen wollte. Also hier beschwert er sich darüber, dass Stefan quasi die Tatsache kritisiert, dass er und Emma sich den ganzen Tag lang Schatz nennen. Ist, glaube ich, das kleinste Übel zwischen deren Beziehung jetzt. Aber können wir kurz darüber reden, was mit Stefan los ist und auch mit seiner Partnerin? What's going on? Also von Sympathisanten, der eigentlich eloquent ist und sympathisch und aufgeklärt ist, wird er langsam zum Mobber und zum Menschen, der sich nicht unter Griff hat und sich über andere stellt. Ist dann doch nicht mehr so sympathisch und eloquent, muss ich sagen. Und ihr wisst ganz genau, was ich meine. Das ist diese Thematik von wegen, wir sind gebildeter, wir sind eine andere, wir gehören einer anderen Schicht an. Macht euch nicht sympathischer. Es ist halt genau das, womit die Leute sich deren eigenes Grab graben, dass du der Meinung bist, du hast ein gewisses Bild von dir und deswegen hebst du dich von den anderen ab, was dann aber vielleicht sogar stimmen kann oder sogar nicht mal, das wissen wir nicht, aber das so hervorzuheben, wie wichtig man ist, wie toll man ist, ist genau das, was die Menschen nicht sympathisch macht, weil das macht dich dann auch unwillig für Kritik und für Austausch, weil du dich über andere stellst. Und ich muss sagen, in den letzten 2 Folgen muss ich sagen, Theresia und Stefan, cool down, chillax, ihr seid nicht the shit, ihr seid nicht das Nonplusultra, ihr seid genauso Menschen wie jeder andere auch. Und get over it. Ihr habt einen Abschluss, vielleicht andere nicht. Get over it. Ihr seid trotzdem hier im Trash wie jeder andere auch. Ihr habt die gleiche Daseinsberechtigung in der Show wie auch ein Umut. Und langweilt uns nicht damit, wie gebildet ihr seid. Like, deswegen gucken wir nicht Trash. Okay, moving on. Spann Spiegel an. Chihuahua, rasier dich, Mann. Guck mal, siehst du, wie aggressiv du bist? Chihuahuas fangen auch an, immer zu bellen, weil sie Angst haben. Raffi, du bist ein Chihuahua, der nur am Kläffen ist. Du hast ein Problem mit 33. Deshalb gebe ich dir diesen Tipp, den Rat mit auf deinen Weg, dass du dir so schnell wie möglich Hilfe suchen solltest, du Chihuahua. Also findet ihr Raffi ist ein Chihuahua? Er kläfft schon ganz schön viel, gell? Ich glaube auch, dass auch ein Raffi hier einen Imagewechsel durchlebt, vom Anfang her unterhaltsam bis hin zu like, boy, du gehst uns ganz schön auf die Nerven. Was wollte ich noch sagen?
Ich muss zugeben, es ist aufregend und spannend, dass Sam und Rafi hier in dieser Folge fast keine Rolle gespielt haben, weil die einfach überschattet wurden von einer Alicia und ihren Eskapaden. Ja, also ist euch aufgefallen, dass Sam und Rafi eigentlich fast keine Sendezeit hatten, obwohl die ersten Folgen fast schon dominiert haben, waren die jetzt fast nicht existent. Ja, war auch interessant. So, Alicia hat sich nicht viel geäußert zu ihrem Auftreten. Sie meinte wohl, da würde noch was kommen. Bis jetzt kam nur das von ihr. Ja, also ich glaube, die junge Dame feiert sich. Ja, lassen wir sie sich selbst feiern. Ich denke, sie kann stolz auf sie sein, auf sich sein. Ist vorbildlich vorgegangen, eloquent, reflektiert, so wie man es erwartet, ne, von einer jungen Dame in ihrer Rolle. Und irgendwer hat auch mal gesagt, so, sie ist genauso alt wie Emma und ist reifer. Dachte ich auch. Schade, dass sie uns das Gegenteil zeigt, weil ich dachte eigentlich, sie wäre sympathisch. Und at this point denke ich mir so, nee, du bist außer Rand und Band. Was machst du in der Show? Mach deine Ausbildung zu Ende. Weißt du, was ich meine? Geh erstmal nochmal diesen Reifeprozess durch und dann komm nochmal rein. Aber ganz ehrlich, ich glaube, sie ist da schon recht gut aufgehoben unter Gleichgesinnten. Ja, aber ich glaube, ihre Mama möchte noch was sagen. Ihr Lieben, ich kriege jetzt hier lauter Nachrichten, so wie diese hier unten. Alessia Fazzi ist nicht meine Tochter. Bitte versteht das endlich mal. Sie hat es deutlich erklärt in der Sommerhausfolge. Ich weiß nicht, warum es viele von euch irgendwie immer noch nicht raffen. Ich schäme mich überhaupt mit der Person jemals was zu tun gehabt zu haben und möchte das nie wieder. Und ich denke, sie auch nicht. Das ist einfach nicht in unserem Sinne. Es wirklich, bitte, also kapiert es, spammt meinen Account nicht voll, wendet euch bitte an die Personen, die es betrifft. Danke. Also ich finde es ja sehr, sehr witzig, dass die Leute erstens, die Show geschaut haben, nicht checken, dass genau dieses Missverständnis in der Show stattfindet und aufgeklärt wird, eigentlich schon, finde ich. Und zweitens dann nochmal trotzdem nicht checken, dass Jasmin nicht Alessias Mutter ist. Also und dann ihr sogar Hassnachrichten schreiben. Ich finde es ein bisschen witzig. Also dass die Arme jetzt irgendwie damit konfrontiert wird, dass sie den gleichen Nachnamen hat wie Alessia. Wobei die heißt jetzt Fazi anscheinend, wegen ihrem Mann wahrscheinlich. Und Jasmin Herren, ist sie eigentlich mit ihm verheiratet? Das weiß ich gar nicht, aber sie heißt auch noch Jasmin Herren. Vielleicht könnt ihr einfach mal die Namen ändern, damit solche Missverständnisse nicht mehr auftreten, oder? Aber ich kann auch verstehen, dass der Name natürlich ein gewisses Gewicht hat und man den gerne auch trägt. Und es war auch mein erstes Reality-Format, darf man halt auch nicht vergessen. In den nächsten Formaten werde ich vielleicht auch ganz anders handeln. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und die Leute, die uns kennen, wissen auch ganz genau, dass wir die Letzten sind, die mobben. Vor allem mobben ist auch so ein krasser, ausdehnbarer Begriff. Mittlerweile ist es ja so, sobald man mal irgendwie jemanden was Böses an den Kopf wirft, ist man automatisch gleich Mobber. Nein, das sind alles noch Beleidigungen. Das zählt noch nicht zu Mobbing. Naja, wie dem auch sei. Was sagt ihr dazu? Sagt ihr, dass Vanessa und Raoul mobben? Ich denke schon, dass gewisse Gruppendynamiken und der daraus folgende Ausschluss einer anderen Partei Mobbing-Tendenzen annehmen kann oder so einen Mobbing-Beigeschmack hat, definitiv. Ja, also ich finde, es gibt schon einen Unterschied zwischen ich habe meine Meinung und ich vertrete sie und bleibe dabei bei mir. Und dem Fakt, dass man quasi aktiv und proaktiv sich in einer Truppe zusammenschließt und dann auch wirklich schon auch andere ausgrenzt und auch angreift. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Alessia eine Tessa angreift und die anderen sie unterstützen, dann ist es durchaus einfach eine Mobbing-Dynamik. So kann man es einfach sagen, weil das ist nicht fair. Das ist nicht so, dass jetzt in dem Moment eine Alessia dann alleine ihr Disput hatte, sondern sie hat eine ganze Gruppe hinter sich, die ihr Verhalten toleriert, aber zum Beispiel bei einer Tessa, bei einer kleinen Kleinigkeit wird sie kritisiert, auch von der Vanessa, also zum Beispiel bei der Käse-Thematik. Und es nimmt definitiv Mobbing-Dynamiken an. Ich glaube, das kann man auch einfach so aussprechen. Okay, jetzt habe ich gerade... Oh.
sondern das da hinten. Ja, jetzt habe ich gerade doch nochmal ganz kurz den Fragesticker geöffnet. Hier zum Beispiel schon wieder. Das sind auch wieder so Fragen, weil die Leute einfach nicht weiterdenken. Wieso habt ihr nicht Alessia gewählt? A, Alessia war gesaved. B, Alessia war in unserer Allianz. Wir haben uns mit Alessia immer super verstanden. Wir hatten keinen direkten Streit mit Alessia. Wir haben daher Alessia nicht gewählt. Und ja, nochmal, wir haben das auch direkt an Alessia gesagt. Beleidigungen gehen gar nicht. Ich nehme ganz, ganz selten Beleidigungen in den Mund. Raoul genauso. Wir haben direkt gesagt, und Raoul hat während diesem Konflikt zwischen Alessia und Tessa im Garten, hat er dreimal gesagt, Alessia, Alessia, es reicht, Alessia, Beleidigungen gehen nicht. Tessa hat das sogar gehört und hat es dann nochmal aufgegriffen im Gespräch mit Jakob, hat gesagt, sogar Raoul hat sich mit eingemischt. Sogar. Ja. Ja, also Tessa, Vanessa erklärt dann auch, dass auch gerade bei diesem Messersituation, dass die da nicht dabei waren, das nicht mitbekommen hätten und deswegen dann auch sich nicht dazu geäußert haben in der Show. Und sie erklärt es ihr damit, dass sie und Alessia in der Allianz waren. Und ich glaube, sie weiß ganz genau, worum es geht. Die will es einfach nicht verstehen. Oder es ist natürlich einfacher, wenn man auf Seite einer stärkeren Gruppe war, im Nachgang zu verstehen, dass die Dynamik dennoch nicht ganz cool war und nicht fair war. Dass man es sich dann leicht macht und sagt, ja, sie war in unserer Allianz, ich hatte kein Problem mit ihr, das ist uns klar, dass ihr euch in dem Sinne unterstützt und jetzt nicht gegeneinander geht. Und das ist dann auch gleichzeitig das eigentliche Problem. Ihr könnt euch ja mögen, aber ihr könnt ja genauso fair sein und das Verhalten von Alessia eigenständig bewerten, ohne die Gruppe und sagen, hey, ich finde es nicht cool. Und ja, der Raoul hat da gesagt, Tessa, bla bla bla. Aber ich finde, ihr Raoul ist irgendwie in so einer Rolle, wo er das Gefühl hat, so sehe ich das, dass er die anderen so ein bisschen führt und dann auch so ermahnt, wenn die böse sind. Und ich denke mir so, ich weiß nicht, ob du hier der Chef im Haus bist, der da so ein bisschen den Finger hochhebt, wenn Alessia sich daneben benimmt, weil sie hat für sich entschieden, sie möchte ausrasten. Und dann kommt der Chef und sagt, nee, du beleidigst jetzt nicht und so. Und ich glaube, diese Autorität muss man dem Raoul auch nehmen. So. Aus Sicht des Arthäuptlings der Allianz, Raoul, haben wir ja die Allianz verraten. Das kam aber dazu, weil dementsprechend der Vorfall mit Alessia und Tessa war. Und da war die Kamera jetzt zumindest mit dem Schnitt nicht für euch dabei. Alessia hat, wir kamen ja erst später dazu, uns berichtet, dass ihr das Essen quasi aus der Hand genommen worden wäre. Und das fanden wir so unmöglich, weil eigentlich hat sie es ja aus dem obersten Fach und der Gemeinschaft gehört und nicht aus dem untersten Fach und Tessa und Jakob eigentlich für sich reserviert hat geholt. Und wir fanden so übergriffig von Tessa, dass selbst ein Raoul da in der Küche auch zu mir gemeint hat, wir können jetzt die Allianz so nicht mehr halten, das gilt jetzt alles gar nicht mehr, diese Absprache. Und so haben wir, Therese und ich, uns wieder moralisch auf das berufen, wo wir unsere innerste Herzensstimme gesehen haben bei der Nominierung. Ja, und ich finde auch, dass er alle Recht dazu hat, da seine eigene Entscheidung zu treffen, ne, und die Leute zu nominieren, die ihn am meisten triggern. Und das haben die jetzt gemacht, Theresia und Stefan. Das Ding ist nur, wenn man sich so überlegen vorkommt, anderen gegenüber, und dann auch so vielleicht dann einen eigenen Weg geht, muss man halt auch mit den Konsequenzen rechnen. Und ich finde es absolut hilarious, witzig, dass ein Stefan jetzt in der Exit-Challenge ist mit Tessa und Jakob. Das ist genau das, was ihr verdient habt. Und zwar, dass aus diesem Grund, aus eurer Entscheidung, aus eurer Überlegenheit, also einmal, Stefan kann natürlich jeden nominieren, ne, auf den er Bock hat. Auf der anderen Seite finde ich es einfach köstlich, dass durch seine vollkommen okay, ne, eigenständige Entscheidung die Allianz ein bisschen zerbricht und ich bin hier dafür. Ich liebe den Plot-Twist und ich bin hier für den Plot-Twist und zwar, dass eben diese Allianz nicht mehr so viele Stimmen hat, weil es ist einfach langweilig. Wir sehen ja auch, dass jetzt ein Paar nachrückt und ich hoffe einfach, dass dieses Nachrückerpaar es sich nicht auch so einfach macht und direkt in diese Allianz mit reingeht. Ich hoffe nicht, weil wir brauchen den Plot-Twist. Wir brauchen hier mal das Unerwartete. Es
Es ist wie ein Film. Du schaust einen Film und weißt eigentlich schon, wie es ausgeht. Es ist langweilig, das brauchen wir nicht. Es ist schön, dass ihr euch da so gefunden habt und die Dynamik passt und es euch leicht macht und die Leute rauskickt. Aber genau das ist es, was es nicht spannend macht und auch nicht fair ist im Game. Sondern wir brauchen den Plot-Twist wie bei Sarah Kern und Tobias, die erstmal total haten und dann rauskicken. Rausfliegen. Also den Unterschied zwischen Seid mit T und Seid mit D, den lasse ich jetzt mal außer Acht. Was mir viel wichtiger ist, und dieser Kommentar spricht auch schon wieder Bände, dass das Niveau hier im Social Media, was da für Kommentare kommen, was da Leute schreiben, das ist ja schon... Das ist, also ihr bezeichnet uns als Mobber, aber teilweise, was ihr da reinpackt in die Kommentare, da kann ich auch sagen, das ist auch Cybermobbing. Das ist eine Doppelmoral. Niveau im Sommerhaus müssen wir uns nicht streiten. Ne? Nee, war teilweise aber besser als in den Kommentaren. Ja, aber unter aller Sau, aber ihr seid wirklich hier manchmal kein Deut besser. Erst an die eigene Nase fassen. Grüße. Ich fasse mich direkt mal an die eigene Nase. Ich überspringe mal direkt die anderen Fragen, weil das wird genauso inhaltslos sein wie die Beantwortung dieser Frage. Also ich denke mal, dass ein Raoul und Vanessa sicherlich auch gutes Feedback kriegen und nicht nur die Hate-Kommentare. Und das ist dann deren Art, sich zu wehren. Ja, weiß ich nicht. Okay, go for it. Ich sag's mal so, wenn ich mir vorstelle, ich bin mit meinem Partner in einer Show und ich habe ein Paar, das mir richtig auf die Nerven geht, wie würde ich da agieren? Ich glaube, dass ich definitiv natürlich auch den Wunsch hätte zu gewinnen. Und ich würde jetzt auch nicht mich da zum Außenseiter machen, weil das würde ganz schnell dafür sorgen, dass ich rausliege. Und ich würde mich natürlich schon auch auf die Seite schlagen, dass ich ein gutes Standing habe. Ja? Würde ich jetzt aktiv dann irgendwie Stimmen finden, erstellen, damit ein bestimmtes Paar rausfliegt? Nein, ich glaube nicht. Ich würde schon versuchen, taktisch da so ein bisschen mich mit den Leuten zu verstehen, sodass wir weiterkommen. Aber ich würde dieses Proaktive, ich spreche die Leute an und taktiere in dem Sinne, dass ich schon vorher Absprachen halte, würde ich einfach nicht machen, weil ich würde mich dabei super ekelhaft fühlen und würde mich total so fühlen, als würde ich das Game nicht fair spielen. Für mich selber würde ich schon sogar diese Spannung haben wollen, dass die Leute halt wirklich selber entscheiden, wen sie wählen. Und ich meine, klar, man kann mit einer Person eine Allianz bilden, aber wenn ich dann als, ich sag mal, Main Character in der Show da hingehen würde und dann wirklich vorher schon klären würde, wer wen rauswählt, würde ich selber mir dumm vorkommen, mir denken so, Digga, du machst es dir viel zu einfach und das ist ja auch nicht spannend für den Zuschauer und selbst für dich ja auch nicht. Und das ist doch, was im Leben, was man so einfach kriegt, ist es wert? Das wäre für mich selber langweilig in der Show, sondern ich würde halt wirklich gucken, dass ich so im Wettbewerb in der Show und auch durch mein Dasein da vorankomme und natürlich auch ein bisschen taktisch, aber wirklich dieses Aktive, ich sammle die Leute und wir bestimmen vorher, wen wir rauskicken, ist halt das Ekelhafte tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob die gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass Raoul und Vanessa gewinnen. Wir wissen, ein neues Paar kommt rein und ich hoffe, dass es definitiv einen neuen Schwung gibt. Ich hoffe, dass Tessa und Jakob weiterkommen und dass Theresia und Stefan rausfliegen. Ja, leider, weil diese Dynamik hat einfach ergeben, dass ich aktuell wirklich dann sage, ich hoffe, dass die Underdogs weiterkommen und eben nicht Stefan und Theresia, weil sonst bleibt diese Dynamik erhalten und ich bin eigentlich froh, dass diese ein bisschen zerbricht, dadurch, dass Theresia und Stefan sich gegen diese Allianz entschieden haben und ich freue mich auf die nächste Staffel, auf die nächste Folge, weil das wird dann so ein bisschen zeigen, wie die Gruppe zerbricht hoffentlich und dann haben wir so ein bisschen als Zuschauende eine neue Dynamik drin, was das Ganze wieder spannend macht. Schreibe eure Meinung. Das waren die Statements zu Folge 3. Ich hoffe, ich habe die Folge richtig. Ich weiß gar nicht mehr, Folge 3 oder 4. Nee, 3, glaube ich. Genau, ich habe das heute ein bisschen kompakter gehalten, alles zusammen. Schreibe eure Meinung dazu und lasst uns gerne drüber quatschen. Ich freue mich. Vergiss nicht, mich zu unterstützen und zu abonnieren. Das würde mich sehr freuen und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.